Hallo Leute, hier ist er denn. Ich bringe euch nochmal ein kleines Update, auch wenn heute nicht Montag ist. Aber habe ich am Montag das Update vergessen? Ist nicht so schlimm. Ich habe gerade Post bekommen. Total unerwartet, weil ich irgendwie das total vergessen hatte, beziehungsweise irgendwie nicht damit gerechnet habe. Ich habe endlich die Aventurische Magie 2 bekommen. Ich habe es als Taschenbuch bestellt, weil ich habe DSA 5 alles. Als so hier als dieses Softcover-Taschenbuch, also alle Regelbände. Ne? Das ist alles bei mir so klein, weil ich möchte das gerne klein mitbringen. So zum Spielen und so. Ich mag das nicht so groß. Ich finde es groß zwar geiler, auch mit dem festen Cover und so. Es ist geiler, aber ich mag das lieber so in dem Format. Ne? Und das war jetzt die ganze Zeit nicht da und jetzt ist es endlich gekommen und ich war total verwirrt. Ich habe das überhaupt nicht mehr dran gedacht. Das ist mal zu gucken, ob es jetzt endlich verfügbar ist, weil das habe ich irgendwann aufgegeben. Na gut. Es ist endlich da. Ob da ein Video kommt oder so, weiß ich nicht. Es sind ja im Moment sehr, sehr viele Videos oder sind in der Vergangenheit schon sehr, sehr viele Videos gemacht worden. Mal schauen. Wenn ich mal ein bisschen Lust und Laune habe, mache ich mal was über das DSA. Ich habe über DSA jetzt noch fast gar nichts gemacht, ne, für die fünfte Edition, obwohl ich da einiges hier habe. Aber das habe ich dann nochmal so in der Hinterhand. Ne? Was aber auf jeden Fall, worauf ihr euch auf jeden Fall freuen könnt, ist in der Woche 4. Jetzt habe ich mein Handy nicht da. Ich glaube, am 4. Dezember geht's los. Da kommt, wie bei im Moment vielen, meine Fate-Playlist. Bin ich im Moment sehr, sehr stark dran. Dafür unterbreche ich auch Cthulhu. Die Sachen von Cthulhu sind natürlich aufgezeichnet, kommen dann danach. Ich möchte es nur gerne. Sagen wir mal, im Dezember noch mit Fate starten. Es ist nur ein Unterschied zu vielen anderen Videos. Ich lese den ganzen Quatsch vorher. Quatsch ist natürlich falsch. Hat mich total bis jetzt total gefangen. Und ich habe ja bis jetzt über Fate nur ein Video online und das ist ein Überblicksvideo. Dann nehme ich den Karton, ja, reiß den auf. Mach die Verpackung ab und guck über das Video drüber. Ne? Das ist kein Video. Ich habe jetzt das Video über Fate Core nochmal neu gemacht. Das geht über eine Stunde. Ich habe es in zwei Teile geteilt. Ne? Das ist ein detailliertes Buch, Reinguck-Video. Ne? Turbo Fate. Ja? Auch um die 30 Minuten, weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Eagle Eyes, ne? Diese Abenteuerwelt. 42 Minuten oder was, das habe ich jetzt vor kurzem erst geschnitten. Ja. Und also da ist auf jeden Fall, da werdet ihr ganz, ganz detailliert in diese Welt eingeführt und beziehungsweise bekommt auch Informationen dazu. Ich habe gesehen, jetzt im Moment kommen sehr, sehr viele Videos raus über Fate und Fate Core. Das liegt natürlich einerseits am Engagement vom Urberg Verlag, die im Moment schön Rezensionsexemplare streuen. Wo ich ja auch glücklicherweise von profitieren konnte. Kommen jetzt sehr, sehr viele. Es gibt einige gute. Es gibt aber auch einige sehr, sehr schlechte. Meiner Meinung nach, da ist halt kein Fundament dahinter. Das ist wirklich so, ich nehme jetzt an einem Tag, was weiß ich, zwei Bücher auf und ich habe es noch gar nicht gelesen. Ich blätter das so durch. Also so wie ich das auch in dem einen Video gemacht habe, wo ich Kritik für bekommen habe. Das möchte ich nicht oder ungerne. Habe ich zwar auch schon das ein oder andere Mal gemacht. Aber bei dem Fate Core, weil das möchte ich gerne schon ins Detail gehen. Ne? Weil ich auch den Vertrauensvorschuss von dem Uhrwerk bekommen habe quasi. Und dementsprechend möchte ich mich gerne davor hereinarbeiten. Ne? Ja, Malmsturm steht auch noch an. Könnte ich jetzt auch sagen, okay, hier blätter ich einfach mal durch und so weiter. Nein, ich werde es vermutlich so machen, dass ich in Malmsturm jetzt nicht das ganze Buch lesen, das schaffe ich jetzt nicht, ja, dass ich sage, okay, das wird so schnell wird das nichts, aber dass ich mal so die wichtigen Punkte mal reinlese, ja, zum Beispiel Anpassungen an Feldcore,
Übersicht über die Welt, irgendwelche Sonderregeln und so weiter. Mal gucken. Also entweder ich mache das so, ich stichpunktartig reinlesen, oder es fasst mich einfach so sehr. Ich habe es jetzt dadurch, dass ich so viele Fate-Core an erstmal andere Sachen gemacht habe, noch gar nicht angefasst. Ne? Oder es fasst mich so, dass ich es dann wirklich komplett lesen muss, bevor ich ja weiter loslege. Das werden wir noch sehen. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Ne? Aber ich dachte mir, okay, kümmere dich jetzt erstmal um die Grundlagen. Es bringt mir nichts, euch eine Abenteuerwelt für Turbo Fate vorzustellen, wenn ich Turbo Fate überhaupt nicht vorgestellt habe. Ne? Es bringt mir nichts, euch Malmsturm vorzustellen, wenn ich von Fate Core nur ein grobes Überblickvideo habe. Das ist Blödsinn. Ich möchte euch gerne das nachhaltig und gut zeigen und dementsprechend habe ich das jetzt mal so gemacht. Ne? Ich bin da zwar ein bisschen später dran als viele andere, aber ich finde es nicht so schlimm, weil bei mir erfahrt er vielleicht noch das ein oder andere mehr, ein bisschen tiefer rein, weil ich einfach mehr Informationen habe über dieses ganze Thema, weil ich mich mehr einlese. Und ich glaube, das ist auch so, sollte so mein Weg sein. Ich will jetzt gar nicht, ich will jetzt auch niemanden bashen oder so, der es anders für sich entscheidet, vielleicht auch nicht die Zeit hat im Moment oder keine Ahnung, darum geht es mir gar nicht. Es geht mir nur darum zu sagen, ich möchte es gerne so machen, dass ich die wenigstens reingelesen habe. Ja, bei den Mengen an Büchern, die ich hier vorstelle, oder in diesem kurzen Zeitraum, dass ich das nicht alles gelesen haben kann. Das sollte jedem klar sein. Jedenfalls, gerade wenn ich jetzt viele neue Sachen bekomme und so weiter, da lese ich rein, lese ich kurz drüber. Katzentyp, hören Sie auf. Ja, so ist das halt. Na gut, aber wie gesagt, da freue ich mich schon drauf, ein bisschen mal reinzuschauen. Aber das wird wahrscheinlich jetzt auch noch ein bisschen dauern, weil ich jetzt im Moment erstmal verschiedene andere Dinge noch fertig machen muss von Fate, weil ich möchte gerne Fate jetzt eine Plattform bieten, weil es hat mich echt gut, hat mir gut gefallen. Und ich finde, Schwarze Auge hat immer eine gute Plattform, weil es auch eines der schönsten und größten Systeme ist in Deutschland in dem auch mittlerweile international sehr großes Interesse besteht, zu Recht. Und ich finde, das ist eh in aller Munde. Und so, Fate, das ist noch nicht so bekannt. Vor allem ist es umsonst Fate. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Alle Titel bekommt ihr als PDF umsonst. Finde ich jetzt schon mal ein feiner Zug nochmal. Und naja, gut. Schwafel hier, Schwafel da. Ich war der Dan und ich hoffe, ihr schaut weiter rein bei mir auf meinem Kanal. Macht's gut, Leute. Ciao.